Der Pass, Duet Drogo. Schicker innen. Oh. Ja, aber das war sauber gespielt. Es gibt hier einen Freistoß für die Admira. So, jetzt schauen wir genau. Da kommt Czablina heraus. Oh, 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 oh. Richtig, da hat er nie und nimmer den Ball. Da spielt er nur unten das Bein von Uedrogo. Sieht zu Recht die gelbe Karte. Aber das Ganze außerhalb, das schon einmal gut getimt vom Sturmkeeper. Und zum anderen war das dann keine Torchance mehr. Insofern war es natürlich nie und nimmer ein Torraub. Gelb geht völlig in Ordnung. Und Czablina hat sich vielleicht selber ein bisschen an hier. Und rutscht da aus und trifft. Ja, gibt's das. 1:0 für die Admira. Ein direkter Treffer von dort. Und dabei ist Todd noch bei seinem Freistoß richtig ausgerutscht, weggerutscht. Und den darf Czablina so oder so nicht bekommen. So, schauen Sie, da rutscht er weg. Den muss er haben, Todd. Da hat er sogar ziemlich freie Sicht auf diesen Ball. Schlägt einfach daneben. Und wieder Freistoßtor für Daniel Todd. Sein vierter Saisontreffer. Und das ist die 1:0-Führung in dieser Partie. Oh, das war schön gemacht. Und dann lässt er das Bein stellen, Blasnecker. Und die Einladung, die kann man gar nicht ablehnen. Die kann man gar nicht ablehnen. Diskussionslos. Da gibt es auch keine großen Reklamationen von Gernot Blasnecker. So, zack, und da kommt der Haken nach links. Im zweiten Versuch einmal Bein stehen lassen. Will er den Ball noch spielen und erwischt nur keins. Und das gibt logisch richtig Elfmeter. 20. Spielminute. Imre Sabic wird übernehmen. Diese Entscheidung gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Oh, was für ein schlecht geschossener Freistoß. Patrick Tischler pariert ohne große Mühe diesen harmlosen Roller und platziert obendrein vom Ungarn. Also ist zwar im richtigen Eck und muss sich schon strecken, aber das ist nichts. Das ist ein Schwachgeschoss. Das ist immer schon das beste Mittel gewesen, sich keinem Gegentreffer einzuhandeln. Und da patzt Klemm. Oh, da gibt er wieder Helfer. Das war vielleicht nicht allzu viel, aber ich denke, irgendwas war von seinen Händen auch dran am Gegner. Elfmeter für die Admira. In der 43. Minute. Jetzt schauen wir genau hin. Seebacher geht da vorbei. Noch alles okay von Klemm. Und dann wird hier zurückgehalten. Ja, natürlich. Das geht nicht im Strafraum. Da lässt er sich dann schlussendlich fallen. Als losgelassen, als der Winkel ein bisschen spitz war. Aber als Fehlentscheidung kann man das bei weitem natürlich nicht werden. Es geht in Ordnung. René Schicker. Gegen Czablina. Und das ist das 2:0. Kurz vor der Pause hier. Ganz fein geschossen. Ganz anders als Sabic zuvor. Keine Chance für den Sturm Graz Schlussmann hier. Staubtrocken, René Schicker mit seinem ersten Saisontreffer in dieser Spielzeit. 2:0 und schon ziemlich klare Verhältnisse. Und zu der Zeitpunkt gut, so kurz vor der Pause. Ich denke, beide Elfer absolut.